Hey zusammen und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo, wo ich über zwei bis drei Dinge sprechen werde, so kurz und knackig. Zuerst einmal möchte ich euch darüber informieren, dass meine Nesselsucht, die Urtikaria, noch nicht weg ist. Sie ist noch nicht geheilt. Ich habe nach wie vor schlimmen Ausschlag, schlimme Quaddeln. Es juckt und brennt wie Hölle. Das wünscht man sich echt niemanden. Mein Arzt ist derzeit leider diese Woche im Urlaub. Ich versuche durchzuhalten bis Montag und dann mal gucken. Wenn ich also demnächst oder irgendwann mal für ein, zwei Wochen nicht da bin, um Videos zu machen, also plötzlich es aufhört, bin ich vermutlich wieder im Krankenhaus. Leider können die mir da meistens nie helfen. Die ganzen Tests waren negativ, man findet die Ursache nicht. Bliblablub, die bekämpfen bloß die Symptome, schicken mich heim. Nach 2 Tagen schaue ich genauso aus wie vorher. Also Krankenhaus, Geldverschwendung, Zeitverschwendung, aber wenn es nicht hilft, wenn ich im Gesicht wieder anschwelle, wer weiß. Aber da bin ich nach wie vor dran am Suchen. Die Ursache, ich habe jetzt noch 1 Monat Zeit, dann geht die Uni wieder los. Und wenn die Uni losgeht in circa 1 Monat, dann weiß ich nicht, wie regulär ich wieder Videos rausbringen kann. Ich werde versuchen, so viel wie möglich zu schaffen, aber natürlich gehen die Noten da doch ein Stück weit vor. Also wenn ich dann das Herr der Ringe zum Beispiel statt 3 auf 4 oder auf sogar 7 Tage strecken muss, weil ich es einfach nicht anders hinbekomme, mit Freunden und Freizeit und der Nesselsucht und was weiß ich, dann seht mir das bitte nach. StarCraft 2 läuft weiterhin. Dann, wie gesagt, Herr der Ringe auf jeden Fall. Ich werde nicht aufhören. XCOM läuft auch noch. Und ja, ich werde da mal gucken. Also Nesselsucht ist immer noch scheiße. Sorry, ist leider so. Werde ich aber gucken, dass besser wird. Ich hoff's. Und XCOM läuft weiter. XCOM Enemy Unknown, StarCraft 2. Da werde ich die Kampagne zusammen demnächst beenden. Und dann werde ich wahrscheinlich mit Multiplayer-Action anfangen. Also auch wieder Diary und Challenger und Unranked und Crazy Replay und den ganzen Stuff. Also es wird ziemlich cool. Legacy of the Void, gutes Spiel. Ein bisschen, ja, ich find's nicht ganz so toll, weil die Balance noch nicht so gut ist und designtechnisch, aber es wird. Blizzard kümmert sich drum. In ein, 2 Jahren werden wir ein bombengeiles Spiel haben. Und dann komme ich zu ihr. Wenn nichts dazwischen kommt. Und dann noch etwas, wer das englische Dingsbums zuerst geschaut hat, wird schon wissen, ich werde mit XCOM 2 tatsächlich jetzt schon anfangen. Mit jetzt meine ich innerhalb der nächsten 10 Tage. Ich habe es mir gekauft, ich wollte eigentlich nicht, aber ich hatte keine Lust auf irgendwas anderes. StarCraft 2 habe ich gerade nicht so viel Lust, muss ich leider gestehen. Die Kampagne spiele ich noch gut, macht Spaß, aber Multiplayer ist derzeit nicht meins. Ich hoffe mal, die buffen Terran noch ein bisschen, mal schauen. Und XCOM Enemy Unknown wird weiterlaufen. Ich werde das nicht abbrechen. Ich werde auch Enemy Within spielen. Auf jeden Fall, weil das möchte ich noch machen. Das habe ich mir vorgenommen. Und Herr der Ringe läuft weiter. Vielleicht werde ich auch bald mal ein Edain auspacken für ein, zwei Gefechte und die hochladen. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Es ist halt jetzt sehr viel mit der Nesselsucht. Man hockt halt da, hat dauernd Angst, quaddel ich wieder auf und dann kann man wieder nicht laufen und hat Schmerzen und eine ganze Rotze. In einem Monat geht die Uni weiter und ich kann nicht noch ein Semester Urlaub. Krankheitssemester anmelden, das geht nicht. Also Urlaub, ne? Nicht falsch verstehen. Das war zwar jetzt 2 Monate gut nach der Cortisontherapie, aber jetzt ist immer noch dreckig. Also es fängt wieder an und Ursache unbekannt. Aber wie gesagt, back to topic, XCOM 2 werde ich spielen. Und wenn ihr dabei sein wollt, also da, das wird wieder auf Englisch sein. Ganz wichtig, weil ich finde, das Spiel passt eher auf Englisch. Ich bin da ein bisschen, ich möchte da meine Redegewandtheit ein bisschen trainieren im Englischen. Vor allem lerne ich da so viele Wörter kennen. Auch wenn ich diese Reports lese, die Forschungsreports und so. Es ist nicht schlecht. Da sind viele Wörter dabei, die ich noch nicht kenne. Und schaden kann's nicht. Ich find's ganz gut. Macht Spaß. Und da lernt jeder was dabei und das Spiel ist einfach bombengeil. Also ich habe jetzt nur das Tutorial gespielt und awesome. Richtig geil. Muss ich spielen. Ich wollte es schieben, geht nicht. Geht nicht. Und ich will es nicht jetzt durchspielen und danach nochmal Let's Play. Ich mach's lieber gescheit. Let's Play, bam, go. Also in 10 Tagen ungefähr, 7 bis 10, vielleicht auch schon in 4, mal gucken, wie es läuft jetzt mit Nesselsucht und Dingsbums und Hobby, Freizeit, keine Ahnung was. Werde ich anfangen. Wenn ihr dabei sein wollt, eure Namen als Soldaten in diesem Spiel, in diesem Let's Play, wie es bei XCOM Enemy Unknown ist, wenn ihr den dabei haben wollt. Ich werde in die Beschreibung eine Maske packen mit Name, Klasse, und Farbe. Und dann könnt ihr reinschreiben, was ihr gern hättet. Ich werde so um die 10 Leute, glaube ich, machen. 12 wird schon sehr eng. 12 bis 10 maximal. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Sage ich ganz offen.
Und müsst ihr gucken. Ihr könnt es hier reinschreiben unter das deutsche Video. Ihr könnt es unter das englische Video packen. Ich werde da die Maske reinhaben. Oder auch nochmal, wenn das Let's Play beginnt. Ich bezweifle mal, dass ich sofort 10, 12 Leute habe. Weil derzeit habe ich bei XCOM Enemy Unknown 7, wovon 4 bis 5 private Freunde sind. Also gar nicht so viele YouTuber. Also Leute, fewer Leute, die mein YouTube-Zeugs anschauen, sind eher weniger dabei gewesen. Wenn es euch Spaß macht und ihr dabei sein wollt, könnt ihr das also machen. Chance ab jetzt. Und dann mal gucken, bis ich 10, 12 Leute habe. Je genauer ihr seid, also wenn ihr dann sagt später im Let's Play, ja, macht doch mal meine Farbe statt 21, 23. Die Rüstung soll bitte die Nummer 2 sein. Ich möchte gerne die Sonnenbrille Nummer 13 haben und so weiter. Also ich werde da ein bisschen was zeigen. Mal in einem Let's Play 10, 12 Minuten, 15 Minuten, mal gucken, wirklich alles durchgehen, was es da so gibt. Und dann könnt ihr, weil das ist schon mächtiger geworden, könnt ihr mal entscheiden, was wollt ihr haben. Je genauer ihr seid, und ich kann es auch nachträglich ändern. Ich kann auch das Geschlecht ändern. Ihr könnt pink sein, mit einem Bart und einer Sonnenbrille, und ihr könnt einen Sniper haben, der ein grünes Gewehr hat, ganz wie ihr wollt. Ich hätte es gerne ein bisschen einheitlicher, aber generell lasse ich das komplett euch entscheiden, weil da habt ihr mehr von, als wenn ich die Entscheidung für euch treffe. Ich steuere euch ja dann schon. So, das Video ist jetzt ein bisschen länger geworden, weil ich in Deutsch doch ein bisschen besser labern kann. Dann noch einmal zu guter Letzt vielen, 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 vielen Dank für jeden hier, der sich meine Videos anschaut, mich supportet, mich unterstützt, bei mir dabei ist, jede Woche wieder seine Videos anklickt, für die Daumen hoch, für die Daumen runter, fürs Feedback, für all die Erfahrungen, die ich machen durfte, dank euch, vielen, vielen Dank. Wir gehen langsam auf die 300 zu und ganz langsam auf die 500 und noch langsamer, eigentlich, also in genauer Geschwindigkeit, aber wir werden später die 1000 erreichen, also die 1000. Normalerweise habe ich damit angefangen mit YouTube nicht, um mir Ziele zu setzen, wie, boah, ich will 1 Million Subscriber, Geld, wow. Nein, überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, es ist schon, es ist einfach so, da werde ich immer so sprachlos irgendwo, wo ich sag, das kann man schlecht in Worte fassen, wie geil es ist, allein nur 231 Leute zu haben auf der ganzen Welt, die meine Videos relativ regelmäßig gucken, kommentieren und mir positives Feedback geben. Das ist wow. Hätte ich mir nie gedacht, gibt mir auch so viel Selbstvertrauen. Dafür also nochmal ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch alles Gute der Welt. Bleibt gesund, nicht so wie ich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und macht's gut. Bis dann. Ciao.